Halloween steht vor der Tür. Und auch wenn dieser ursprünglich irisch-katholische Brauch heute vor allem aus den USA bekannt ist, erfreut er sich inzwischen durchaus auch bei uns größerer Beliebtheit. Ich selbst bin großer Fan davon, Halloween zu feiern, am 31. Oktober, am Abend vor Allerheiligen, an All Hallows Eve, mit einem ausgehöhlten Kürbis und einer leuchtenden Fratze die bösen Geister zu vertreiben. Und ich finde, dazu passt wunderbar ein saisonaler Cocktail. Und deshalb möchte ich euch heute gerne den Jack-O-Lantern zeigen. Hallo und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian und heute möchte ich für euch den Jack-O-Lantern machen. Das heißt übersetzt Jack mit der Laterne. Und ja, wird heute aber umgangssprachlich synonym verwendet für eben die ausgehöhlten Halloween-Kürbisse, die dann geschnitzte Fratze haben und mit einer Kerze eben entsprechend im Dunkeln beleuchtet sind. Der Name Jack-O-Lantern und die Geschichte geht zurück auf eine irische Legende. Ein Hufschmied namens Jack Oldfield, der kein besonders frommes, gottesfürchtiges Leben gelebt hat, soll den Teufel zweimal ausgetrickst haben, was am Ende dazu geführt hat, dass er weder in den Himmel noch in die Hölle durfte und auf ewig auf Erden wandern musste. Der Teufel hatte Mitleid mit ihm und hat ihm ein Stück Kohle des Höllenfeuers geschenkt, welches Jack wärmen sollte. Und ja, dieses Stück Kohle hat er in eine ausgehöhlte Rübe oder eben in einen ausgehöhlten Kürbis gesteckt und mit sich herumgetragen. Und ja, so ist er Jack-O-Lantern, Jack mit der Laterne geworden. Entwickelt wurde der Cocktail Jack-O-Lantern vermutlich mal für die Cognac-Marke Hennessy. Es gibt verschiedene Variationen. Die meisten werden mit Ginger Ale aufgefüllt, manche auch mit Champagner oder Sekt. Auch bei den Zutaten, also bei den sonstigen Zutaten gibt es einige Abweichungen. Was aber alle Jack-O-Lanterns eint, ist ihre Optik, denn wenn wir es richtig machen, dann wird unser Drink am Ende aussehen wie ein kleiner Kürbis. Damit uns das gelingt, brauchen wir ein eher bauchiges Glas, also mit einer leichten Rundung. Das war jetzt das Beste, was ich in meiner Bar finden konnte. Es sollte auch vom Volumen nicht zu groß sein. Und das Erste, was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen die Kürbisabdeckung für dieses Glas schneiden. Und dazu nehmen wir uns ein Brettchen. Wir brauchen eine Orange und ein Messer. Wir nehmen die Oberseite der Orange und jetzt nehmen wir unser Glas und setzen das auf die Orange auf, sodass es mittig darauf sitzt, drücken es leicht an, dass sich ein Ring bildet. Ich weiß nicht, ob ihr den in der Kamera sehen könnt, aber man kann ihn auf jeden Fall an der Orange sehen. Und jetzt schneiden wir die Orange an diesem Ring ab, sodass das praktisch später einen Deckel für unseren Drink gibt. Wenn man die Orange nicht direkt aufs Glas setzen will, sondern so leicht rein, dann muss man etwas vor dem Ring abschneiden. So. Also, das wird jetzt später der Deckel unseres Kürbisses. Und wie man die Deko genau macht, das schauen wir uns dann nachher an, wenn es soweit ist. Jetzt kommen wir aber erstmal zum Drink selbst. Ich sagte ja schon, es gibt verschiedene Variationen des Jack-O-Lantern. Die meisten werden mit einem Filler, also entweder mit Ginger Ale oder mit Sekt Champagner aufgefüllt. Ich möchte heute gerne eine Variante machen, die ohne Filler auskommt und die das Rezept dementsprechend eher so ein bisschen Richtung Cruster, also Brandy Cruster entwickelt oder abwandelt, weil ich einfach finde, das ist ja der schönere Cocktail. Und so ist er auch farblich noch ein bisschen intensiver und sieht einfach eher nach einem orangenen Kürbis aus. Was brauchen wir an Zutaten? Wir brauchen einen Orangensaft, wir brauchen Orangenbitters, wir brauchen ein bisschen Zuckersirup, wir werden einen Dry Curaçao, also einen Orangenlikör, verwenden und die Hauptzutat ist ein Brandy. Ich habe mich heute entschieden für den deutschen Bio-Brandy von Artwerk, weil ich finde, das ist ein sehr schönes Produkt. Der wird mit einem speziellen Vakuumdestillationsverfahren hergestellt, was weniger Temperatur braucht, dadurch sehr schonend ist und einfach mehr von dem Weinaroma, das ist ein Weinbrand, erhält. Und ja, ich finde, der ist sehr fruchtig und er passt zu dem Drink, den wir heute machen wollen, einfach sehr gut. Ja, und dann legen wir los. Wir brauchen unseren Shaker und wir beginnen
mit unserem Brandy. Davon geben wir 6 cl in unseren Jigger. So, nach dem Brandy nehmen wir von unserem Curaçao, von unserem Orangenlikör 1 cl. Dann kommt von unserem frisch gepressten Orangensaft 2 cl dazu. So, dann kommen noch 2 Dashes Orangenbitters mit in den Shaker. 1, 2. Und wir brauchen noch 1 Barlöffel Zuckersirup. So, jetzt kommt noch Eis dazu. Wir nehmen ein großes Stück und ein kleineres Stück. So bekommen wir sowohl eine gute Kühlung als auch eine gute Durchmischung hin. Wir schließen den Shaker, Verkehrtrum heute. Und ja, jetzt geben wir dem Ganzen 15 bis 20 Sekunden. So, das ist schön kalt. Jetzt füllen wir noch unser Glas mit Eis. So, und jetzt machen wir einen Double Strain in unser Glas. Schön orange ist er. Und ja, jetzt kommt die Deko. Jetzt wollen wir ihn zum Kürbis machen. Und dazu müssen wir jetzt hier in unseren Deckel noch ein Loch machen, denn da muss nachher der Strohhalm durch, sonst können wir den Drink ja nicht zu uns nehmen. Dazu nehmen wir wieder unser Arbeitsbrettchen. Ich stelle den mal ein bisschen zur Seite. Und jetzt müsst ihr hier oben eine Öffnung am besten in die Mitte für den Strohhalm machen. Das könnt ihr natürlich mit einem scharfen Messer machen. Ich will das jetzt mal probieren. Ich habe hier so einen metallenen kleinen Trichter. Und der sollte genau die richtige Größe für den Strohhalm haben. Und mit dem versuche ich jetzt mal hier ein Loch rein zu stechen. Ja, und das funktioniert tatsächlich so, wie ich mir das vorgestellt habe. Sehr schön. Und dann habe ich hier einen braunen essbaren Strohhalm, den wir da durchgeben können. Und der ja als Strunk des Kürbis, aber eben auch als Strohhalm funktionieren wird. Jetzt setzen wir den hier oben drauf. Jetzt muss ich nur zwischen den Eiswürfeln durchkommen. So, ich tue mal wieder weg. Und wenn das Ganze richtig sitzt, dann kann ich euch den Jack O'Lantern präsentieren. Das soll natürlich hier oben mittig drauf sitzen. So, jetzt haben wir es. Dann wollen wir den guten mal probieren. Oh ja. Nach 2 oder 3 wird das eine lustige Halloween-Party. Das ist süß, fruchtig. Die Säure vom Orangensaft ist natürlich was anderes als vom Zitronensaft wie bei einem echten Cruster. Hier ist das Ganze sehr gefällig. Man schmeckt tatsächlich diese Weinfruchtigkeit vom Brandy heraus. Man schmeckt aber auch den Orangenlikör. Das kann man an Halloween auf jeden Fall mal machen. Ich hoffe, euch hat diese kleine Halloween-Folge gefallen. Ich hoffe, ihr mögt die Optik von dem Drink. Wenn ja, freue ich mich über ein Like, ein Abo des Kanals und eine Aktivierung der Glocke. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Halloween und freue mich aufs Wiedersehen. Bis dann, macht's gut. Tschüss.